Weihnachten, das ist doch das Schönste, was kann passieren im Jahr. Hauptsächlich für die Kinder. Oje, die Kinder, die kriegen ein Spieldings, die Kinder kriegen Siehstings. Und das ist immer etwas, wo mächtig sich Freude tut und wo macht, dass die Kinder sich besser schicken und vor der Zeit vor der Weihnachten, passieren, ob sie etwas Größeres kriegen. Wie mehr klein wollen, da ist das nicht gerade so passiert. Weil da hat man nicht so viel Dings zu kriegen gehabt, weil es nicht so viel Dings gibt hat. Und viel Dings war zu teuer, weil es händlich gemacht gibt. Es heißt es doch, gibt ja alles gemacht mit Maschinen. Aber in der Zeit ist das immer handlich gemacht gibt. Und dann, dass die Ohren mit der Hand machen, das kommt immer teuer. Und da haben wir immer so kleine Dings gekriegt, das Wort Prof-Dings, aber das hat uns auch immer mächtig gefreut. Weil das war noch eine andere Zeit, eine extra Zeit, wo die Parenten sich besucht haben, wo die Parenten sich getroffen haben. Und dann ist immer ein besser Essen gemacht, weil während dem Jahr hat man immer ganz gemütlich gegessen, ganz zahm gegessen, weil du kein Geld brauchst, für das Ding alles zu machen. Heutzutage ist das für mich, in meinem Gedanken ist das viel besser. Die Leute, die sind nicht so viel freundlich, die kennen ein bisschen mäßig, gerne herzlich. Aber, wenn man das sich vorholen tut, ist ja doch noch die Friede ohne viel Leid. Die Parenten treffen sich noch, die Parenten festeln noch mit zusammen. Und das ist so schön, dass man einfach froh muss sein. Da haben wir hier ein heißes Wetter. Ich liebe die Hitze und die Hitze macht unser Herz noch mehr heiß, dass wir noch mehr freundlich sind mit der anderen Leute. Und ich sehe das doch heute am Machen, nur ein extra für die Leser von meinem Blog, sehen, dass die Weihnachten mehr aus dem Herz kommen soll. Und deswegen wünsche ich euch die beste Weihnacht vom ganzen Leben. Glücklich Weihnachten und Neujahr noch besser. Bis bald.